ist der Telekom Speedport W921V, WLAN-Router der Telekom, hier von der IFA 2011 in Berlin. Dieses Gerät ist WLAN-Router und Telefonanlage in einem Gerät. Das heißt, Sie können hier auch analoge und ISDN-Telefone anschließen. Das Gerät wird demnächst erscheinen und kann vom Kunden bestellt werden als Endgeräte-Service-Paket. Ich zeige Ihnen nun die Anschlüsse auf der Rückseite des Speedport W921V. Zum einen hier der interne S0 oder interne ISDN-Anschluss zum Anschlussen an der Telefonanlage ISDN oder auch ein ISDN-Telefon. Daneben der Anschluss für die Telefonleitung von Ihrem Telekom-Anschluss. Der Anschluss der DSL-Leitung, das heißt, hier würde vom Splitter das DSL-Signal angeschlossen werden oder bei splitterlosen Anschlüssen einfach so die Leitung. Daneben die vier gelben Dosen sind die Netzwerkdosen. Hier können Sie Computer per Netzwerkkabel anschließen. Und am Ende der Reihe der Stromanschluss des Speedports. In der oberen Reihe sind noch zwei Anschlüsse. Diese sind für analoge Telefone oder Faxgeräte gedacht. An der Seite des Gerätes befinden sich zwei USB-Schnittstellen. Hier können Sie zum Beispiel eine USB-Festplatte anschließen zum gemeinsamen Speichern von Daten im Netzwerk oder auch andere USB-Geräte wie einen Netzwerkdrucker. Auf der Vorderseite des Gerätes, hier im ausgeschalteten Zustand nicht zu sehen, befinden sich verschiedene Leucht-LEDs, die Sie über den Status des Modems informieren. Zum einen die Power-LED, ob das Gerät eingeschaltet ist, die DSL-LED, hier sehen Sie, ob das Gerät am Netz ist, die Online-LED, ob die Verbindung positiv besteht, die WLAN-LED, ob entsprechend das WLAN eingeschaltet ist, Telefonie, ob die Telefoniefunktion aktiv ist und eine Serviceleuchte, die sich melden würde, wenn Probleme mit dem Gerät bestehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Telekom Speedport W921V hier von der IFA vorstellen.